Das Lernhaus im Campus setzt Maßstäbe für moderne Pädagogik. Die neue Oberschule der Stadt Osterholz-Scharmbeck hat sich die Entwicklung einer neuen Lernkultur hin zu selbstgesteuertem Lernen auf ihre Fahnen geschrieben. Die Bedeutung ergibt sich allein daraus, dass wir als Stadt Osterholz-Scharmbeck, die in einem infrastrukturell problematischen Umfeld sich befindet, eigentlich nur die Chance haben, den Menschen, die hier leben, so viel Rüstzeug mit auf den Weg zu geben für ihre Zukunft, wie uns irgend möglich ist. Das Lernhaus ist der wichtigste Baustein des neu errichteten Campus, eines Bildungs- und Begegnungszentrums für lebenslanges Lernen. In direkter Nachbarschaft liegen das Medienhaus, das Bildungshaus, das Gymnasium, das Allwetterbad und die DLRG. Die Planungen für das Lernhaus beginnen bereits im Jahre 2005. Bei der alten Schule ist ein hoher Sanierungsbedarf festgestellt worden. So tut sich die Stadt als Schulträgerin mit Lehrern, Eltern und Schülern zusammen, um ein gemeinsames Konzept für die neue Schule zu entwickeln. Und deshalb haben wir uns als Schulträger nochmal auf den Weg gemacht und auch über unseren Tellerrand hinweggeschaut. Wie geht es anderen Kommunen? Was machen andere Träger? Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch im näheren Ausland. Schließlich wissen die Osterholz-Scharmbecker, was sie wollen. Eine Ganztagsschule, in der selbstständiges Lernen im Mittelpunkt steht, Lehrer und Schüler ein Team bilden und wo der Spaß nicht zu kurz kommt. Fehlen nur noch die passenden Räumlichkeiten. Das innovative pädagogische Konzept ist nun Vorgabe für Planer und Architekten. Die Baumaßnahmen beginnen im Sommer 2012 mit dem Abriss des alten Realschulgebäudes. Und alle waren ratlos. Wie kriegt man diese Riesenmengen von Schutt aus dieser Stadt raus? Auch die zukünftigen Schüler wirken an der Gestaltung ihrer Schule mit. Im Eingangsbereich soll aus vielen Einzelbildern die sogenannte Kreativwand entstehen. Dafür wird zunächst die Fläche vermessen. Welchen Höhenunterschied hat dieser Strich zu dem eigentlichen Strich da oben? Mit Pinsel und Farbe setzen die Schüler ihre Ideen um, unterstützt durch Künstler in deren Ateliers. Ich will, dass man mich nicht erkennt, deswegen mache ich es auch. Dann lege ich auch meine Augen in meinen Mund. Und dass die ganzen Tafeln an den Eingang angebracht werden, finde ich sehr, sehr schön, weil auch die Schülerinnen und Schüler sich da auch wiedererkennen, ihre eigenen Sachen werden gewürdigt und gewertschätzt und auch von anderen gesehen. Die Bildcollage wird im Laufe der Zeit weiter wachsen und irgendwann die ganze Wand bedecken. Im April 2014 ist es soweit. Das Lernhaus im Campus ist fertig. In einer langen Reihe ziehen die Schüler durch die Stadt. Von ihrer alten Schule in der Lindenstraße hin zum neuen Gebäude. Aber vergesst niemals, dieses Haus ist für euch und für niemand anderen. Alles Gute im neuen Lernhaus im Campus. Das Lernhaus ist als Oberschule konzipiert, eine Kombination von Haupt- und Realschule. Zurzeit lernen hier rund 600 Schüler der Jahrgänge 5 bis 10. Mit dem Bau des Lernhauses ist etwas Einzigartiges entstanden. Man hat die Vorstellung von einer pädagogischen Idee, nämlich das Lernen in Lernlandschaften in baulicher und architektonischer Weise sehr gut optimal umgesetzt. Lernlandschaften sind große Räume für jeweils einen ganzen Jahrgang.
mit Namen wie Kontinente oder Metropolen. Hier hat jeder Schüler seinen eigenen Arbeitsplatz. Da sind unsere Bücher und unsere Mappen und Hefte drin. Mir gefällt es ganz gut, dass wir alleine unseren Platz gestalten können, wie wir es wollen, und dass wir einen Arbeitsplatz haben, wo wir alleine arbeiten dürfen. Die Lehrkräfte verstehen sich als Lernbegleiter und Mentoren und arbeiten im Team. Auch sie haben ihren Arbeitsplatz in der Lernlandschaft und geben den Schülern bei Bedarf Hilfestellung. In der Lernlandschaft gilt für alle, nur Flüstern ist erlaubt. So wird eine ruhige Atmosphäre gewährleistet. Das ist gerade für die Fünftklässler nicht leicht. Im Flüsterkurs wird geübt, wie man leise, aber verständlich spricht. Eine weitere Besonderheit sind die Lernkojen, schallisolierte Räume, die sich besonders für Gruppenarbeit eignen. Ja, also mit den Lernkojen ist, finde ich, echt gut, dass man da halt arbeiten kann in Gruppen, und ja, man ist da halt sozusagen abgeschattet, man hört von außen gar nichts, und wenn man drin ist, hören die auch einen nicht. Das ist wirklich gut. Begleitend zum selbstständigen Lernen führen die Schüler ein Lernjournal. Heute Morgen hatten wir Englisch, und wenn wir fertig damit sind, vor der großen Pause, tragen wir da halt ein, was wir gelernt haben. Und wöchentlich sammelt dann unsere Mentorin, Frau Kaiser, das halt ein und korrigiert oder guckt nochmal nach. Das Lernen findet außer in den Lernlandschaften in sogenannten Inputräumen statt, wo sich lehrerzentrierte Vermittlung, Gruppen- und Partnerarbeit abwechseln. Ja, die unterschiedlichen Sozialformen finden in unterschiedlichen Räumen statt, in den Inputs, Gruppenarbeit und Frontalunterricht. In den Lernkojen haben wir auch Gruppenarbeitsphasen, in der Lernlandschaft. Dort wird meistens eigenverantwortlich gearbeitet. Für alle Schüler ist der Projekttag ein fester Bestandteil des Unterrichts. Hier im 8. Jahrgang lautet das Thema: Der Fußball ist rund. Ein mathematisch und sozial ausgerichtetes Projekt. Die Schüler sollen in Gruppen einen Fußball konstruieren, der stabil ist. Damit wir so einen Projekttag im Stundenplan überhaupt haben, mussten wir an den Fächern überall etwas abknapsen. Das heißt, die normalen Fächer sind etwas kürzer, aber die Inhalte dieser normalen Fächer sind ja in dem Projekt aufgehoben. Neben den Lernlandschaften verfügt das Lernhaus über vorbildlich ausgestattete Fachräume. Wir kochen hier eine Tortilla und Gurkensalat daneben. Ein besonderes Angebot ist der Raum der Stille, eine Möglichkeit zur Entspannung und zum Rückzug. Dass es hier so hell ist, dass hier überall Licht reinkommt, das ist für die Seele und für das Wohlbefinden ganz, ganz wichtig und auch fürs Lernen. Direkt gegenüber befindet sich das ebenfalls neu erbaute Medienhaus im Campus mit der Kreis- und Stadtbibliothek, dem Kreismedienzentrum und dem Kreisarchiv. Damit ist das Medienhaus auch ein idealer Lernort für Schüler, die in Gruppenarbeit Referate oder Projekte vorbereiten und dabei Literatur oder andere Medien hinzuziehen möchten. Im Mensabereich können täglich bis zu 700 Essen frisch zubereitet werden. Und es ist auch schön mit der Mensa, dass man sich in den Pausen, wenn man im Kiosk was kaufen kann, in Nachmittagspausen, dass man sich da Essen holen kann. Dieses Angebot wird gemeinsam mit dem Landkreis genutzt und steht nicht nur den Schülerinnen und Schülern des Lernhauses und des Gymnasiums zur Verfügung, sondern allen Besuchern. Wir haben eine große und breite Struktur der Einbindung von Bildungseinrichtungen. Wir haben ein großes Bildungsangebot und das gilt es künftig auch weiter auszubauen. Es macht halt einfach mehr Spaß zu lernen. Das ist eine schöne Schule. Durch die verschiedenen Lernmöglichkeiten auf dieser Schule, finde ich, kann man hier auch viel, viel mehr lernen, und das finde ich toll. Die Schüler bedanken sich mit einer künstlerischen Inszenierung bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck für ihre neue Schule.